Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen. Mein Name ist Doggy. Ich danke euch, dass ihr euch diese neue Folge von Rap Talk reinziehen wollt. Und zwar, der Rapper Pharoh macht hin und wieder während der Fahrt immer wieder ein paar Instagram-Videos und ein paar Stories. Auf jeden Fall ein Appell an jeden Autofahrer, während der Fahrt solltet ihr eure Handys wirklich nicht benutzen. Es kann wirklich schief gehen, das ist jetzt kein Spaß. Der Rapper Pharoh hat einen Schutzengel, der hat jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich, so einen Autounfall zum Glück überlebt. Wir schauen uns jetzt mal kurz das Video an und dann könnt ihr euch selber einen Blick davon machen, Freunde. Unfall, Auto hat sich überschlagen, alles. Ich krieg euer Auge. Nicht mal euer Auge hält mich hier. Und der Wagen ist ja wahrscheinlich Vollkaskoversichert, ne? Der Wagen ist Vollkaskoversichert, ja. Ihr habt gehört. Ihr kleinen Dreckigen, ihr macht euer Auge. Alhamdulillah, ich stehe auf Bein. Mir geht's gut. Kollege geht's gut. Aber inshallah, derjenige, der dieses Auge macht, bekommt dieses Zehnfache zurück. Peace out. Die dritte Single wird krank. Leute, ich weiß, ihr denkt gerade, das ist alles Promo oder so. Aber ich schwöre bei Gott, ich weiß selber nicht, wie das passieren kann. Ich bin hier gerade im Krankenhaus mit meinem Kollegen. Wir bleiben hier über Nacht auf jeden Fall. Das soll keine Promo sein. Boah, ziemlich heftig, Freunde. Er hat wirklich einen Schutzengel. Pharoh 47, glaube ich, im Moment einer der gehyptesten Newcomer-Rapper, die wirklich innerhalb von so wenigen Monaten geschafft hat, an Reichweite zu kommen. Natürlich sind die Augen der Leute natürlich speziell auf so einen Rapper, der es wirklich in den letzten Monaten so krass gerissen hat. Warum macht ihr Auge um den armen Jungen, ja? Der will doch einfach nur seine Mucke machen. Ich meine, jeder hat die Möglichkeit, macht es doch. Lasst den armen Jungen in Ruhe. Ja, Freunde, ich wollte mich nur kurz mit diesem Thema melden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nichts macht und wenn ihr reinhaut und passt auf euch auf.